Ich brauche noch ein paar mehr Feelings. Ich habe schon mitgekriegt, dass die sehr, sehr nützlich sind. Richtig schön aufgestellt. Können wir nicht in Frieden leben? Gibt es kein besseres Werkzeug? Da hinten haben wir nochmal Öl. Ja, diese eine müsste ich eigentlich kriegen, die eine Superwaffe dort. Aber das Lustige ist, mehr als drei baut sie gar nicht. Das heißt, schlimmer als jetzt kann es gar nicht werden. Ist das nicht eine tolle Motivation? Wir sind hier fertig. Ich tue mein Bestes. Wir warten auf Sie, General. Was machen Sie denn? Das willst du gar nicht wissen. Ich auch nicht. Das freut mich. Ich denke mal, wenn ich jetzt alles tarne, dürfte die mich doch nicht mit der Bett. Normalerweise, ich habe damals die Erfahrung gemacht, dass sie mich mit den Tarnnetzen eigentlich auch nicht sieht, die KI. Das brauche ich nicht. Ein besseres Antrag ist mir eigentlich auch erstmal egal. Mir geht's beim Skatsturm zumindest auch hauptsächlich nur um die Sprengkraft, weniger um die Wirkung des Giftgases. Der Feind feuert mit seiner Partikelkanone. Die weiß trotzdem, wo das Zeug steht. Da fehlt eine. Sie denken, ich verstecke mich. Oh, shit. Nein, ich treffe Vorbereitung. Ich habe Hunger. Ja, super. Jetzt dürfen wir das wieder aufbauen. Nö, aber wenigstens kriege ich hin und wieder einen Schwarzmarkt dazu. Machen wir noch die Instandsetzung. Setzen wir die Felix-Geschütze hier ab noch. Passend. So viel zum Thema ein Schwarzmarkt mehr. Das war's damit. Das Ding bauen wir auch wieder neu auf. Ne, du bleibst da. So, bauen wir wieder einen neuen Palast. Ist ja mittlerweile eine gute Gewohnheit geworden. Gehört mittlerweile zum guten Ton, neue Paläste zu bauen. Sie wissen nicht, was ihr erwartet, stimmt's? Nope. Ja gut, eigentlich schon. Skat-Stellungen kann ich auch keine bauen, aber Brauche ich einen Palast dafür? Für die Raketenbuggies? Tatsache, Palast. Mache ich erstmal noch ein bisschen Feelings-Action. Ich brauche aber Zeiten wieder. Aber lustigerweise hat es auch den getarnten Palast gesehen. Das ist so gemein. Getarnten Schwarzmarkt. Die neuen Tarnnetze sind da. An Ihrer Stelle würde ich angreifen, General. Wenn Sie warten, feuere ich noch eine Superwaffe ab. Ja, ich versuche es schon. Ich krieg wenigstens langsam immer mehr zusammen. Zumindest sieht es dann auch aus. Wahrscheinlich auch nicht. Ich will dann noch den Ölturm haben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Schieß das Ding ab! Ich mein schön Schwarzmarkt. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Oh, hier kriegen wir noch Gold. Komm, nimm mal das Upgrade auf. Ja, Ratz. Meine beste Superwaffe ist mein Gehirn. Finden Sie nicht auch, General? Bloß feuerst du das nie ab anscheinend. Kannst du mal versuchen? Bitte feuer mal dein Hirn auf meine Basis. Ich hab gehört, das soll sehr effektiv sein. Musst du mir glauben? So, mal ganz viele Schwarzmärkte. Ich brauche dann wirklich viel, viel, viel. Ganz, ganz viel Geld. Wo baue ich denn eigentlich meine Skatstürme hin? Weil ich gerade schon alles so breit auseinanderbaue. Na, irgendwo wird es dann schon Platz finden. Wenn ich dann schon mal wenigstens eine Partikelkanone kaputt bekomme. Wollen Sie mich mit Ihrer Taktik vom Schlachtfeld langweilen? Nein. Oh, shit. Das Ding kann ich vergessen. Wir haben einen Krieger verloren. Du gehst mal nicht zu weit vor. Boah, der guckt schon so in meine Richtung. Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. Dankeschön. Klar könnte ich das machen, aber ich glaube. Der Feind feuert mit seiner Partikelkanone.
Unser Land wird bedroht. Zack, zack. Und der dritte ist natürlich da oben wieder. Gut, wenigstens ist mittlerweile berechenbar, was kaputt geht. Können Sie das sagen? Die standen da nicht ohne Grund. Wer nicht planen kann, muss fühlen, General. Denken Sie darüber nach. Wie war nochmal der Witz? In der Freizeit schlage ich gern taubstumme. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Das ist einfach so gemein. Wir haben einen Krieger verloren. So. Hotta. So, das hätte ich dann bald. Du sollst nicht drüber fahren. Oh, kriegt er nicht mehr, sehr schön. Dann hau du das Ding jetzt kaputt. Boom! Ratatat mit den Raketen. So, Palast wieder. Narren preschen vor, General. Ich lasse mir Zeit. Das finde ich schön. Ey, das ist so gemein. Wir haben einen Krieger verloren. Warum trifft die blöde Kuh mich? Jetzt treffe ich hier. Sehr schön. Eigentlich müsste ich doch mit dem... so viel Zeit habe ich jetzt auch noch. Kriege ich hier irgendwas? Na, hier sind Patriot-Stellungen. Hier oben sieht's gut aus. Ich fürchte, sie haben für dieses Gebiet keine Sicherheitsfreigabe. Shit. Du triffst mich nicht. Kommt die da überhaupt hoch? Nee, kommt sie nicht. Kiche. Wir haben einen Krieger verloren. Gute Arbeit, General. Wenn das klappt, wäre es geil. Sie sollten mich nicht unterschätzen. Ich glaube, das klappt. Cool. Bleibt mal da und nehmt weiter ein. Du nimmst mal das Kraftwerk. Ich glaube, die kriegt mich nicht vorher. Das ist ja noch... Ah, doch, ist fertig. Wir haben einen Krieger verloren. Alter, der schießt ja schon wieder. Oh, ist das gemein. Ich war so kurz davor. Jetzt. Sehr schön. Bei der KI klappt es immer so wunderbar, aus der Reichweite herauszufeuern. Bei mir, das ist harte Arbeit. Ich habe Ihre Taktik analysiert und frage mich, haben Sie überhaupt eine Taktik, General? Was du schon wieder mit Anal bei mir gemacht hast, ist mir egal. Sehr schön. Jetzt können wir eigentlich hinter... Und jetzt kann ich das Ding, gut, einnehmen. Haben wir einen Rebell hier gerade? Nee. Nee, ich krieg's wohl nicht rechtzeitig. Zum Verkaufen würde ich's einnehmen. Aber ganz ehrlich, so, ich bräuchte halt Energie. Um die abzufahren. Raus aus meinem Stützpunkt, General. Sonst lernen Sie meine Partikelkanone kennen. Nein, die lerne ich doch schon die ganze Zeit kennen. Wir haben einen Krieger verloren. Die ist unfreundlich. Die hat keine Manieren. Komm, machen wir sie kaputt. Überlegen Sie, ob es klug ist, mich anzugreifen, General? Ja, natürlich. Ich wollte Sie nicht zu hart anpacken, General, aber langsam werden Sie lästig. Hart anpacken, was? Nein, das Ding ist hochbefördert. Och, das ist so gemein, dass ich einfach nicht... Feuert mit seiner Partikelkanone. Wir haben einen Krieger verloren. Ja, natürlich meine zwei liebsten Gebäude wieder. Kann ich auch irgendwie nichts dagegen machen. Außer, ich komme jetzt halt mal in die Basis rein. Aber mittlerweile habe ich es auf zwei Gebäude begrenzt. Dafür lässt jetzt die Kaserne in Ruhe, beziehungsweise das Geheimlager. Ich habe Hunger. Dann ess was. Jung, denk doch mal nach. Das ist doch so logisch. Was wollen Sie von mir? Sie sollten mich nicht unterschätzen. Wo ist überhaupt mein... da. Wollte doch sagen, ich habe doch meinen Rebell gebaut. Oh, so oft, wie mir die Schwarzmärkte zerschossen werden... Oh, ich habe trotzdem noch genug. Kakerlaken-GBA halt. Ich bin, ganz ehrlich, wie soll man das mit einer anderen Fraktion schaffen? Bei der GBA kriegt man noch relativ fix die Verteidigung hin und ist relativ resistent gegen so eine Kacke. Wie wird diese Mission mit der USA oder China? Gut, China stelle ich mir noch, aber USA ist halt einfach mit dem Abstand am verwundbarsten, wie ich finde. Oh, schon gut, ich werde arbeiten. Da kann ich nicht bauen. Wir haben einen Krieger verloren.
So. Ich hätte dann bald auch gerne meinen Scud-Sturm. So, baue ich mal meinen Palast wieder auf. Ich bin nur ein Bauer. Den brauche ich früher oder später einfach. Unser Land wird bedroht. Wir haben einen Krieger verloren. Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. Sehr schön. Okay, jetzt Geld, oder? Gib hier einen Gewehrsteil in der neuen Suchmannsammlungen. Antragsbombe oder Reparatur. Ja, ich versuche mal die Antragsbombe. Den Hinterhalt kriege ich so oder so hier. Das ist wenigstens praktisch. Irgendwie, ja gut, irgendwie muss man mit der GBR auch rüberkommen. Dieses Ding hier muss weg. Wir haben einen Krieger verloren. Das ist gemein, dass der mich hier trifft. Hm? Aber nicht immer. Ich versuch's nochmal. Wenn's gut geht, funktioniert's halt. Es wäre echt schön. Wir haben einen Krieger. Ja, verflucht. Was wollen Sie von mir? Nicht. Ich tue mein Bestes. Was wollen Sie von mir? Ich hätte dann auch bald gern meinen ersten Scud-Sturm. Das würde mich sehr glücklich machen. Den haue ich hier rein. Der hält ja ein bisschen was aus. Da ist es nicht so schlimm, dass der näher dran steht. Dann haue ich hier noch einen Schwarzmarkt hin. Dann haue ich hier noch einen Schwarzmarkt hin. Ist dort noch ein Schwarzmarkt. Und ganz ehrlich, mit genug, nur mit genug Vierlingsgeschützen hier kriege ich, denke ich mal, auch diese blöden A10s abgewehrt. Bevor sie ihren Scheiß abfeuern. Wird jetzt gefährlich, weil gleich die Partikelkörner und hinschießt, aber Geld ist gerade sowieso ein geringeres Problem. Können wir nicht in Frieden leben? Da kann ich nicht bauen. Hallo, natürlich kannst du. Ach, verarsch mich doch nicht, hier ist doch... Mein Platz. Was? Oh, ich würde schon sagen, wer nimmt was bei mir ein? Der Feind feuert mit seiner Partikelkanone. Ja, so ist das. Nein. Nein. Ah, super. Wir haben einen Krieger verloren. Wo habe ich da? Und da kommen sie wieder. Und schon wieder ein Schwarzmarkt weg. Grrr. Aber mir ist halt aufgefallen, dass sie eigentlich nicht meine Einheiten angreift mit ihren Auroras und so. Die macht nur meine Gebäude. Das sollte ich ausnutzen. Können Sie das, ne? Hör doch auf, mit mir zu reden, liebe Truppen. Bumm. Ah, Patriot. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben einen Krieger verloren. So, kaputt machen. Alter. Wenn Sie das sagen. Wenigstens habe ich einen Scud-Sturm. Der zweite ist auch bald fertig. Dann wird zurückgeschossen. Wir warten auf Sie, General. Was machen Sie denn? Willst du das wirklich wissen? Was wollen Sie von mir? Das ist harte Arbeit. Warten Sie, wenn ich in die Quere. So. Das Gebäude ist fertig. Wir haben einen Krieger verloren. Ist einfach zu schade, dass man diese verdammten Auroras nicht vorher abschießen kann. Man könnte so machen, dass die nur 50% Schaden bekommen, bevor sie ihre Bombe abwerfen oder sonst irgendwas. Aber einfach unverwundbar ist einfach so böse.
Ich mach mal Tarnnetz auf meine Skatstürme. Ich weiß nicht, ob es wirklich was hilft, Sie aber... Denken, ich verstecke mich. Nein, ich treffe Vorbereitungen. Das reicht, jetzt wird hier niedergebombt. Die blöde Crew. Nicht so, bist du die Einzige, die Superwaffen bauen kann. Wenn Sie das sagen. Ich habe Hunger. Wenn Sie das sagen. Ich tue, was ich tue. Nur ein Bauer. Felix geschützt. Ja. Ja, zum Morgen. Raketen entsichert. Alter, dass da nicht beschossen wird. Warum hat die Patriot dann mein Ding hier beschießen? Mein Ding hier beschießen. Ihr wisst schon. Baum. Wenn Sie das sagen. Baum, wenn Sie das sagen. Jarman, ich könnte dich vielleicht mal gebrauchen. Wohl, für was eigentlich? Ja, egal. Ich mach ihn einfach mal. Sie wissen nicht, was ihr erwartet, stimmt's? Doch, Partikelkanone. Und verdammt nochmal, die wird mir jetzt hier gleich hier reinballern. Meinen noch nicht fertigen Skatsturm. Und so hält er das natürlich nicht aus. Das ist natürlich doof. Wie Sie wünschen. Wisst ihr was, ich speichere mal nicht. Ey, eigentlich eine gute Idee zu speichern. Stell euch mal vor, das Spiel schmiert jetzt wieder ab und ich darf wieder von vorne anfangen. Dann raste ich aus. Oh, schon gut, ich werde arbeiten. Im Übrigen könnte ich auch mal hier Schwarzmärkte bauen und so. Bietet sich einfach an. Infiltrator. Er sollte besser die Finger von meinen Panzern lassen. Wenn du mal Panzer hättest hier irgendwo. Was wollen Sie von mir? Wenn Jarman Finger hätte. An Ihrer Stelle würde ich angreifen, General. Wenn Sie warten, feuere ich noch eine Superwaffe ab. Jarman hat nur Daumen. Wo ist die zweite? Da. Für meine Partikelkanone? Nur für meine Skatstellung? Das war jetzt echt sehr entgegenkommend, der Strahl. Muss ich ja sagen. Was wollen Sie von mir? Ich tue mein Bestes. So, jetzt gibt's dann schönen Skat-Raketen in den Popo bei Zeiten. Was wollte ich noch machen? Ich wollte doch noch. Beim Palast war es doch, glaube ich, noch das. Dann doch ganz nützlich, wenn wir dann mal feuern. Und hier auch nochmal. Meine beste Superwaffe ist mein Gehirn. Finden Sie nicht auch, General? Kassat kann sein Gehirn Kassat kann sein Gehirn verstecken. Oi, 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 oi. Das war knapp. Da ich jetzt ihre Dinger kaputt mache. Alles klar. Ich bin nur ein Bauer. Ich tue mein Bestes. So. Wir haben einen Krieger verloren. Felix geschützt. Wir also morgen. Okay. Wo will ich überall hin? Vielleicht will ich schon mal dahin. So schlecht ist die Idee eigentlich gar nicht. Wollen Sie mich mit Ihrer Taktik vom Schlachtfeld langweilen? Der Spruch wird auch langweilig. Och, mein schöner Skatsturm. Er war doch noch so jung. Aber ja, ich werde mich auf jeden Fall vielleicht da vorne, da hinten mal ausbreiten, ein bisschen. Das heißt, ihr kommt mal alle rüber. Jarman nehme ich, denke ich, mal auch noch mit. Was wollen Sie von mir? Unser Skatsturm ist einsatzbereit. Wohin schießen wir denn? Da sind jede Menge da. Da, das Ding muss weg. Von daher hau ich den mal so rein. Wenn das Ding hier weg ist, kriege ich die Partikelkanone entfernt. Das ist ein kluges Taktik, ein sehr kluges Taktik. Wer nicht planen kann, muss fühlen, General. Denken Sie darüber nach. Flugfeld. Sie gehen mir langsam auf die Nerven, General. Wissen Sie, wie lange es dauert, den ganzen Schutt wegzuräumen? Lange? Ist vielleicht der Plan dahinter? Komm mal meine Raketen runter. Wo bleiben die denn? Warum kam ein Skatsturm hier nicht? Wir haben einen Krieger verloren. Jetzt mal im Ernst, warum kam ein Skatsturm hier oben nicht? Was ist da schiefgegangen? Die Raketen also sind im Stützpunkt hochgegangen. Das wär's echt, ey. Narren preschen vor, General. Ich lasse mir Zeit.
Hinaus mit euch in die Freiheit, meine Minions. Der Feind hat unseren Infiltrator geortet. Das ist mir egal. Ja, das ist hier so eine blöde Drohne. Die kriege ich nur mit Aufklärung weg. Ich habe Hunger. Unser Mut. Ja, mit Hunger kriegt man bestimmt auch weg. Ja, das ist. Warum hat mein Skatstamm da nicht eingeschlagen? Ich verstehe das nicht. Das ist nicht fair. So, mach mal weg. General, der Feind feuert mit seiner Partikelkanone. Natürlich tut er das. Sie sollten mich nicht unterschätzen. Ja, das war mein Schwarzmarkt da drüben, aber soll mir egal sein. Bald gibt's hier jede Menge Scud-Raketen. Ins Gesicht, du Gewaltikus. Ich beeile mich. Wir haben einen Krieger verloren. Ja, super. Das war der A10-Angriff. Wenigstens hat's gereicht, um das Ding hier kaputt zu kriegen. Felix, Schütze. Ich werde gehorchen. Ich tue mein Bestes. Nicht ja trotzdem provisorischen Flakstützpunkt bauen. Da drüben kriege ich eventuell, ich weiß nicht, ob ich da will. Ich verstehe immer noch nicht, warum das da nicht eingeschlagen ist. Ich habe Ihre Taktik analysiert und frage mich, haben Sie überhaupt eine Taktik, General? Egal von welchem Winkel ich komme. Das war eigentlich dumm, es jetzt nochmal zu versuchen. Bam, alle drei mit einem. Das Ding hier muss weg. Verflucht nochmal. Das nervt. Gut, ich könnte auch einfach jetzt eine Partikelkanone zerschießen. Ist einsatzbereit. Starte Skatsturm. Zwei Skatsturmen müsste es reichen. Und dann kann ich die nächsten zweiten noch drauf feuern, bevor es weitergeht. Hauptsache schießen noch alle. Sie, ob es klug ist, mich anzugreifen, General? So, das Ding hätten wir kaputt. Genau wie die blöde Artilleriestellung dort oben, aber die möchte ich gerne noch kaputt haben. Gut, wenn ich diesmal drauf feuere, kriege ich die so oder so. Das Lustige ist, die hat ihre Partikelkanonen an Stellen, wo sie nicht wieder aufbauen kann. Ich denke mal, sobald sie einmal kaputt sind, kommen sie nicht wieder. Das ist gut. Das gefällt. Ich bin nur ein Bauer. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Eigentlich, wenn hier jetzt mal der Dampf weggezogen ist, könnte ich mich hier tatsächlich draufstellen. Ja, draufstellen. Einfach so. Ich habe Hunger. Tun Sie mir nicht. Dann tanze ich dort. Einmal mit ein paar Raketenschützen, dann noch auf jeden Fall mit jede Menge Buggies und Feelingsgeschützen. Sie sollten mich nicht unterschätzen. Ist schon eine Idee. Wäre schon klasse. Wird mir Spaß machen. So, ihr kommt einfach mal da rein, dann probiere ich das einfach mal. Jetzt ist der Dampf nämlich weg. Dann komme ich einfach raus und sag Hallo. Aha. Guck, guck. Na, wie läuft's? Problem sind noch die Avenger. Oh, es dürfte noch gehen. Alter, was da an Avengers kommt. Machen Sie nur so weiter. Mich provozieren Sie damit nicht. Nö, überhaupt nicht. Nein. Ja, genau, markier mich zu Tode. Skatsturm ist einsatzbereit. Starte Skatsturm. So, der zweite gleich hinterher. Muss reichen. Solange die Raketen ankommen. Ich wurde letztens echt um meinen Skatsturm beschissen. Das ist so gemein. Kommen die Raketen jetzt? Ah, gut. Feuert mit seiner nicht mehr lange. Unsere Heimat ist in Gefahr. Und streib ich gleich ab. Ich habe Hunger. Wunderbar. Ruhe. Endlich. Da schießt immer mal ganz kurz drauf. Cool. Waffenfabrik. Die hatten nur ein Flugfeld, oder? Das heißt, vor Auroras bin ich jetzt auch sicher. Schmeiße ich mal hier das Antrags ab und hoffe, dass ich es überlebe mit meinen Einheiten da oben.
Geht mal ein bisschen weiter weg. Wenn das Flugzeug überhaupt ankommt. Aber ich glaube, das dürfte ja ein bisschen mehr Ausdauer haben. Ich hasse unerwünschte Gäste, General. Oh. Na, hat's gereicht? Schade. Leider nein. Na, das bringt nicht sehr viel bei den Avengers. Ich müsste dann mal da unten raus. Ich würde auch mal einfach so weit gehen und meine Scud-Stürme einfach hier hinflattern. Frettern. Starte Scud-Sturm. Dann kann ich nämlich da oben, ja, wohl da oben nicht. Na, dann kann ich hier unten ziemlich sicher landen. Ich muss nachdenken. Verschwinden Sie, General. Nur weil du nachdenken musst. Sie haben also meine Abwehrstellung geknackt. Das passiert mir nicht nochmal. Schuppdiduppdidu. Was? Wer ist sterblich? Ich bin sterblich, verflucht. Das hat mir jemand gesagt. Jung, jung, jung. Wir brauchen mehr Land. Viel mehr Land. Was ich damit mache? Keine Ahnung. Ich glaube, ich verkaufe. Walter, das war eine Geburt, ey. Das war eine Geburt. Ja. Seht ihr, er stimmt zu. Guck, guck. Wer hat jetzt eine Kommandozentrale? Wer hat eine? Unser Land wird bedroht. Ja. Ich verkauf's einfach. Wir haben einen Krieger verloren. Tschüss. Ja, ich gehe. Ihre Respektlosigkeit ist unerträglich. Entschuldigung. So, jetzt noch die Kraftwerke da hinten. Sturm ist einsatzbereit. Starte Scud-Sturm. Wenn ich es schaffe, dass die ganzen Abwehrstellungen außer Betrieb sind, ist alles okay. Was ist eigentlich hier drüben? Hier ist bloß dieses Vorratslager. Aber da müsste ich früher oder später auch hin. Da ziehe ich dann einfach um. General, sehen Sie, da erobert jemand Ihre Gebäude. Hat nicht funktioniert, was? Meine klügste Waffe ist mein Gehirn. Ja, nee, ist klar, nur so einen billigen Trick. Oh mein Gott, jetzt müsste wirklich was eingenommen werden. Scheiße, sie hat mich verarscht, dass sie mich verarscht hat. Also einmal weitergedacht. Wenn Sie wären, würden Sie mir 5 Minuten geben, damit ich mich sammeln kann. Nein, Gentlemen gewinnen aber keine Kriege. Bist du wahnsinnig. Nehme ich noch das Ding ein. Dann gucke ich mal kurz hierher. Und mach auch mal hier raus. Was haben Sie hier zu suchen? Wir warten auf Sie, General. Was machen Sie denn? Kuckuck. Eindringlinge! Wow, wow, wow. Haben Sie Ihre Stromrechnung nicht bezahlt? Ich habe gar keinen Strom, außer vielleicht mit... Ja, gut, bringt mir halt einfach nichts. Gut, sind wir jetzt mehr Rohstoffe? Ich probier's mal. Das ist für meine Schwarzmärkte. Das wäre natürlich cool. Hui. Dass ich das jetzt irgendwie noch geschafft habe, wundert mich. Das ist übel. Die Mission war arschig. Ist hier irgendwo noch was? So. Das würde mich jetzt mal interessieren. 10% mehr. Das wären dann 22. Sie denken, ich verstecke mich. Nein, ich treffe Vorbereitung. Nee, leider nicht. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein, wenn das... Ich sehe bestimmt nur für USA-Einnahmen quasi. Schade eigentlich. Unser Scud-Sturm ist einsatzbereit. Baller ich immer einen hier rein. Obwohl, brauchen wir eigentlich... Wenn das Ding jetzt kaputt ist, müssten wir eigentlich gewonnen haben. So, ich habe irgendwo noch was übersehen. Ich mache mal noch ein paar Radarwegen für den Fall. Jo! Sehr schön. Hoi, hoi, hoi. Der Sieg ist unser. Aber verdient. Das ist nicht fair. Noch eine Superwaffe und ich hätte gewonnen, General. Fordern Sie mich nochmal heraus, wenn Sie sich trauen. Ja, noch eine Super... Ja, hättest du noch eine vierte Partikelkanone gehabt, hättest du mir, glaube ich, echt den Arsch aufgerissen. Aber schön. Wir haben General Alexander besiegt. Wunderbar.